Pionierhotel. Herr Direktor Ringer hat es auch bei dieser Veranstaltung 100. Preis der Nationen fertiggebracht, dass wir einen Hotelpool gebildet haben, wo wir die verschiedenen Mannschaften, ihre Begleiter und so weiter unterbringen. Und zwar sind es neben dem Maritimen, das Dorin, das Parkin, das Mercure, das Augusta Hotel, das Baladins, Landskarree, Stolpenhof, das neu eröffnete Hotel der SAA-Gruppe, das Hotel Chester in Heidelberg. Heute erfahren Sie von uns, die Equipe, die Reiter und vor allem auch noch einiges über das Rahmenprogramm. Wir haben in den vergangenen Pressekonferenzen Ihnen Details und Einzelaspekte genannt. Heute, eine Woche vor Beginn, können wir Sie umfassend informieren. Ich darf Ihnen hier auf dem Podium vorstellen einen Mann, dessen Anwesenheit heute hier uns sehr stolz macht. Und die Tatsache, dass er für die Komposition der Menüs im VIP-Bereich verantwortlich zeichnet, macht uns überglücklich. Harald Wohlfahrt, Deutschlands besten, bekanntesten und herausragendsten Koch, ein wahrer Meister der Küche, einer, der unerreicht ist, vor allem in der Konstanz seiner Kochkunst und vor allem in der Konstanz seiner Qualität und Kreativität. Herzlich willkommen, Herr Wohlfahrt. Herr Wohlfahrt wird Ihnen nachher verraten, mit was er unsere Gäste im Detail verwöhnen wird. Und wenn wir hier zu Ende sind, gehen Sie nicht gleich weg. Es gibt auch ein paar Versuchungen. Ich freue mich, dass von unserem Sponsor, der Feuerbank Rhein-Neckar, das Mitglied des Vorstands, Herr Dr. Michael Dübmann, hier bei uns ist. Ihre Anwesenheit, Herr Dr. Dübmann, unterstreicht nicht nur das Engagement Ihres Hauses beim 100. Nationenpreis von Deutschland, sondern Sie unterstreichen.